zurück seid gegrüßt. An die mit zwei genommen Hobbits und Engadum. Live auf Twitch und später in den Stream-Aufzeichnungen auf YouTube zu Old Man's Journey. Einem kleinen Kurz-Let's Play, wenn ihr so wollt. Ich denke, ich werde es auch so aufteilen, dass das, ich glaube, 4 Parts brauche ich noch. Ich mache es als Überbrückungs-Let's Play zwischen The Pillars of the Earth und Lego Star Wars The Skywalker Saga. Gestern müsste, also wenn ihr das auf YouTube seht, müsste gestern der letzte Part von The Pillars of Earth live in die Stream-Aufzeichnung online gekommen sein. Und dann, ich werde das jetzt so aufteilen, dass das passt, dass das Spiel ist nicht lang, besonders, das soll nur so 2-3 Stunden gehen. Das werde ich heute mal in einem Stream durchspielen, hoffe ich, wenn ich mich nicht allzu blöd anstelle. Und ja, ab dem 4. Mai, nicht durch Zufall, sondern gewollt, ab dem 4. Mai kommt es dann immer um 18 Uhr Lego Star Wars die Skywalker Saga. So, und wir haben hier einen kleinen roten Finger und hier ein wunderschönes Logo. Und das wird wahrscheinlich der alte Mann sein. Mit diesem alten Mann gehen wir heute auf Weitreise, auf ein Abenteuer. Ich touch mal. Da kommt der Postbote. Okay, ich hoffe, es stimmt alles so mit den Soundeinstellungen. Die Musik ist nicht zu laut, die Geräusche sind nicht, ich meine, Stimme ist nicht zu leise. Im Schnitt fürs Let's Play kann ich das jetzt noch anpassen, kein Ding. Aber ich hoffe, im Stream passt das jetzt alles. Okay, eine Nachricht. Wie es ausschaut, eine schlechte Nachricht. Gleich die Wanderausrüstung schnappt und auf geht's in ein Abenteuer. Wir haben wohl einen Brief bekommen, der uns sagt, wir sollen in ein Abenteuer aufbrechen. Irgendwas Gutes oder Schlechtes ist passiert und wir müssen aufbrechen. Ein Scheißhausfliege befreit. Mach mal Tür zu hier. Stinkt sonst. Briefkasten. Okay, wir steuern das hier mit der Maus. Wir können hier das Briefkasten schicken. Fenster zu machen. Können wir wieder reinschicken. Können wir auch hier runter schicken. Ja, können wir. Lassen wir den erstmal zum Strand gehen. Den alten Mann. Okay, weit rein können wir nicht. Wir können ein paar Möwen ärgern. Okay, wir können es nur zweidimensional bewegen. Das heißt, wir können ja nicht zu dem Seeboot hin oder so. Weg, ihr Möwen. Ein Kaktus. Für meine Schaufel. Das bringt nicht viel. Okay, dann gehen wir mal hier lang. Sprechen wir mal auf ins Abenteuer. Schau mal, wo uns das Abenteuer hinträgt. Und wir können hier. Wir können scheinbar irgendwas mit dem Boden machen. Können wir das anheben oder. Oh.
Und kann tatsächlich den Boden angeben. Guck mal hier. So stückchenweise. Versuch mal darüber zu kommen. Oh, sehr schön. Klippe können wir jetzt die. Der Klippe springen kann er nicht. Natürlich nicht. Wollen wir ja auch nicht. Ein bunter Baum mit Schmuck. Mit den beiden dort. Ein Liebespärchen. Aha. Oha, da wird uns ein Teil einer Party gezeigt. Festivitäten, Matrosen im Vordergrund und im Hintergrund Damen. Die miteinander sich unterhalten, quatschen, die alle scheinen sehr viel Spaß an diesem Fest zu haben und hier drüben ist ein schönes Feuerwerk. Können wir hier. Okay, wir können den Traum wieder verlassen. Oder die Erinnerung. Das hat wohl hier stattgefunden. Da hoch können wir nicht. Hey, warte. Ich wollte hier noch ein bisschen. Er ging einfach weiter. Man wollte sich nicht noch umgucken. Okay, können wir hier? Ja, wir können das hier. Will man gerade was ausprobieren? Wenn wir das jetzt hier so machen, das geht nicht. Ah, okay, wir müssen ihm mal so zweidimensional irgendwie den Weg ebnen. Das ist unsere Mission hier. Jetzt können wir es auch nicht mehr anheben. Müssen wir das da runter machen und dann. Ich kann bestimmt hier hoch. Na warte, ich will. Erstmal hier zum Haus. Hotel Berge Bosquet. Ah, okay, das Haus müssen wir da. In eine andere Richtung. Das kann man abkürzen. Wir können das Haus davon nutzen, um dann da später hochzukommen. Du hast ewige Treppensteigen vermeiden. Und hier gleich keine Abkürzung nehmen. Eine kleine Katze streicheln. Die Zeit muss sein. Da haut's ab. Haut's einfach ab. Sachen gibt's. Wir können doch bestimmt hier. Dachte ich, dass wir auf die Terrasse gehen. Nicht? Dann müssen wir wohl nochmal hier zurück. Bei Perspektivenrätsel wird es hier auch geben. Hier aufs Dach. Das ist die kleine Katze.
Also hier, ein kleines Verbindungsstück. Ups. Herz folgen wir nicht. Und jetzt mal hier hoch. Oh, in der Stadt. Radio an. Ich glaube, ich würde mal kurz, wenn das möglich ist. Ja, nur ein bisschen. Ich denke, das ist für den Stream besser. So, können wir hier lang. Macht das Sinn, dass wir hier weitergehen? Macht es scheinbar nicht. Wir können es da hoch. Oh, das ist die Katze. Wir folgen weiter der Katze. Nein. Ich wollte nur die Fässer anfassen. Nein, warte. Nicht zurück. Können wir das Haus anfassen oder? Wir können die Hausdächer als Verbindung nutzen. Ich denke, das müssen wir sogar, weil so kommen wir da nicht weiter. Aufs Dach steigen. Jetzt können wir bestimmt. Daran habe ich gedacht. Hier mal rüber. Das andere Dach. Und die ganze. Die ganzen Hafen abebnen. Okay, das wäre ein Plan. Den Hügel. Hier hinauf. Okay, können wir jetzt bestimmt hier? Ja, wir können jetzt hier. Hoch zum Hotel. Sehr schön. Dann können wir das Wasser stoppen. Meine Tür klopfen. Und die streicheln. Okay, da kommt der Bus. Mit einer jungen Lady drin. Oh, sie hat den Musikanten eingeladen. Oh, eine kleine Erinnerung. Meine Vorstellung. Vielleicht nicht unbedingt eine Erinnerung, aber vielleicht eine Vorstellung. Was er denkt, was jetzt passiert. Stellt sich vor, dass die
Dann lege ich den Musikanten mit auf. Mit dem Buddy, mit dem Bus dort, mit dem Bus dort auf die. Auf eine wunderschöne Aussicht nimmt. Ein wunderschönes Date haben. Und es ist Nacht und Nacht geworden inzwischen. Wir sind auch im Hotel. Es wird geschlafen. Okay, und weiter geht die Reise nach einem. Oh, wir sind schon ganz schön gereist. Da hinten war das Hotel. Wenn ich es richtig sehe. Da haben wir übernachtet und sind schon jetzt eine ganze Weile gereist. Und jetzt soll es hier weitergehen. Oder nicht? Erstmal hier und dann da runter, wenn ich das richtig verstehe. Da geht es wahrscheinlich nicht lang. Schöne Aussicht, aber ich denke, wir werden hier lang müssen. Nein. Hier rüber, denke ich. Können wir das hier? Nee, können wir nicht. Wir können jetzt hier hin. In die Straße und dann da hoch hopsen. Oh, wir spielen zweier miteinander Karten. Ja, das soll die, glaube ich, noch mal ein bisschen anpassen. Ah, okay, verstehe. Müssen wir aufs Dach hinauf. Dann können wir von dort aus. Man kann nicht die Ebenen anpassen, auf denen man steht gerade. Und heißt es sowieso nicht. Aber so könnte es klappen. So, dann hier hin. Uns die doch mal angucken. Die haben Spaß mit Karten spielen. Das mit den Wasserstoppen wird auch irgendwann mal relevant werden, denke ich. Okay, gehen wir mal hier runter. Die Wasserlinie. Ein bisschen hochziehen. Scheinbar nicht. Kann ich hier oben irgendwie weiter? Sieht ehrlich gesagt nicht danach aus, aber. Das wird hier ein bisschen knifflig. Oh nein! Ich wollte den trockenen Fuß darüber bringen. Vielleicht geschafft. Nein. Das kann man nicht tun. Das auch nicht. Ich hab doch. Ich bemühte den Wasser. Okay.
So geht es natürlich auch. Das sicherste wird sein, hier mal rüber zu gehen. Jetzt hier in die zerbrochenen Ruinen rein. Hier kommt man nicht weiter. Also doch hier runter. Dann mal hier runter. Okay, da kann er nicht runter. Er ist unten. Der sich noch nichts gebrochen hat. Wo der rüber runtergefallen ist. Der Alte. Oha, ein Boot. Der grübelte Alte. Sein Blick schweift in die Ferne. Er stellt sich vor, was wohl Leute mit dem Boot machen könnten. Surprise steht dort. Also ein Mann, der seine Frau wohl mit einem kleinen Valentinstag, maybe Jubiläumsausflug überraschen will. Am Hafen mit einem Schiff. So lange hat er überlegt, dass die Arbeiter weggegangen sind und das Schiff verschwunden ist. Und weiter geht die lange Reise. Was unser Ziel ist, wissen wir nicht. Das hat uns der alte Mann nicht gesagt. Ich weiß nicht, was das hier bringt, dass wir die was da stoppen können. Ob wir ihn da irgendwie die Sache rüberbringen. Ich glaube, wir müssen da irgendwie hochkommen. Ist nicht mehr allzu viel zu bewegen. Gehen wir mal zu den Fröschen runter. Da kommen wir hoch. Tun wir maybe, wenn wir hier rüber kommen. Geht dann da rüber. Nein. Gib doch mein Bestes. Okay. Geh wieder hoch. Und wir müssen einen Weg finden, wie wir liegen hier. Sich über das Wasser bringen. Ach, verdammt. Muss ich schon mal üben. Ob das was wird.
Das wird nichts. Können wir hier weiter? Dann würden wir spät genug fallen. Ich denke, hier werden wir sowieso nicht lang kommen. Wäre zwar schön, das mal zu schaffen, aber. Wenn man spät genug hier fallen würde. Könnte man hier rüberbringen. Keine Idee. Das macht nur die Brücke, das verstaut hier werden. Na komm, alter Mann. Das scheint gar nichts zu bringen. Und können wir hier irgendwas rütteln? Ah, das können wir hier. So dann rüber. Geh mal hier hoch. Ich meine, hier auf den Stein hopst. Gehen wir hier mal rüber. Das wäre eine Idee. Hier irgendwie. Habe keine Ahnung, wie wir jetzt hier runterkommen, aber. Ah, okay, da können wir runterfallen. Und dann können wir dann hier weiter. Sehr schön. Das Rezept noch los. Der ist guter. Wait. Jetzt können wir auf den Kutter kommen. Das wäre natürlich sehr schön. Ups. Schon haben wir die Kutter und können damit in den Ozean fahren.